Hallo. Ja, letzte Woche hatten wir noch mal die Nagelwürste für das Rapsfeld und es hat total viel Spaß gemacht, das damit zu malen. Heute zeige ich dir den Kuchenheber und das kennst du auch schon, das Werkzeug, weil ich schon ganz viele Videos davon habe. Und besonders gut kannst du eben Wasser damit umsetzen, denn dieses Werkzeug lässt sich so wunderbar benutzen und diese Effekte, die dabei entstehen, sehen eben aus wie Wasser. Das kennst du auch schon, weil ich da auch genau schon ein Video zu habe oder mehrere. Heute zeige ich dir eben das auf Gold und Gold ist natürlich noch mal besonders schön, denn dieses Gold, wenn das so am Horizont da so durchscheint, nicht auf Goldfolie, so wie du das schon kennst, sondern ich habe heute mal eine Goldfarbe benutzt und das ist ein besonderes Gold, auf dem kannst du besonders schön und lange arbeiten. Und schau bitte in die Videobeschreibung, da steht das drin, bevor du mich jetzt fragst. Ich habe das in einen Link gesetzt. Das gibt tolle Effekte und du kannst besonders schön lange eben auf diesem Gold malen. Und ich liebe ja das Experimentieren und das Neue zu entdecken. Und das siehst du in dem Video. Du kannst es aber auch ganz, ganz schnell und einfach malen. Dann bist du ruckzuck fertig. Also manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man mal was Schnelles braucht, wenn man ein schnelles Ergebnis haben möchte. Ich finde es natürlich immer toll, wenn ich mich einfach auch lange mit der Farbe beschäftigen kann, lange mit dem Werkzeug arbeiten kann, um zu sehen, was eben dabei entsteht. Also nicht nur auf der Leinwand. Ja, viel Spaß also heute mit dem Video. Falls du nur das Ende dir angucken willst, reicht das auch im Prinzip, weil da siehst du dann, wie ich nochmal die Farbe verarbeite. Oder aber du guckst dir das ganze Video an, dann siehst du, wie ich eben auch damit experimentiere. Jetzt viel Spaß also mit dem Video. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer schon auf den Sonntag, um die Kommentare zu lesen. Dann bin ich quasi mit dabei in dieser Gemeinschaft, die ihr hier bildet. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit macht das Arbeiten hier auch wirklich viel Spaß. Also Dankeschön und einen schönen Sonntag für dich. Starten heute mit einem Gold. Und das Gold musst du auf jeden Fall richtig gut aufrühren. Ich habe hier so ein abgebrochenes Messer. Kannst auch einen kleinen Spachtel nehmen. Pinsel eignet sich meistens nicht so gut. Die Farbe lässt sich zwar mit Wasser auswaschen aus dem Pinsel, aber das geht nicht so gut. Und da bleiben immer auch so ein paar Rückstände. Deshalb nehme ich hier einfach so ein Stöckchen, kannst du nehmen. Oder hier dieses, so ein Messer, irgendwas, was sich gut wieder abwischen lässt. Wenn die Farbe hier gleich verteilt ist, dann lege ich die einfach draußen in die Sonne. Die scheint nämlich heute. Und also du kannst sie dann einfach trocknen lassen, weil ich brauche die gleich trocken. Und dann will ich dir was zeigen. Ich bin schon ganz gespannt, wie das funktioniert. Beziehungsweise weiß ich eigentlich, wie es funktioniert, aber ich freue mich darauf, dir das zu zeigen. Die Farbe ist jetzt trocken. Hier ist mein Kuchenheber, den benutzen wir heute. Und sieh mal, was siehst du hier? Wow, toll. Das erinnert mich an meinen Zeichenkurs, den ich gerade mache. Wir haben gerade Tropfen gemalt, gezeichnet. Und was siehst du jetzt hier? Was passiert hier? Das habe ich schon vor Ewigzeiten in einem Video gezeigt. Das hat wahrscheinlich niemand gesehen, war einfach uninteressant. Aber jetzt ist es vielleicht interessant für dich, denn du siehst, die Farbe perlt hier drauf, weil das Wasser auch dazwischen ist. Und das ergibt tolle Effekte. Das Schöne ist einfach, du kannst jetzt hier lange experimentieren. Also es ist wieder ein schönes Experimentierbild. Ich arbeite zwar auf was hin, aber ich finde, du sollst erstmal richtig Spaß haben. Jetzt gebe ich hier mal ein Dunkelblau drauf. Das ist natürlich auch schön. Du kannst sie auch einfach stundenlang erstmal angucken. Ich will jetzt aber die Farbe verteilen und mische sie in das Blau, also das Weiß und das Blau mische ich jetzt hier zusammen.
sitze jetzt ganz entspannt hier das Werkzeug kennenlernen, denn die Farbe trocknet nicht so schnell. Du probierst dich hier einfach aus und guckst einfach, guck mal, da unten ist die Farbe so weggeperlt, da musst du halt wieder neue Farbe drauf geben. Und ja, ich behandle jetzt erstmal hier den oberen Teil und dann gucke ich mal, was ich da unten noch weitermache. Du Wasser darauf sprühst, dann läuft die Farbe auch nochmal. Das kannst du alles ausprobieren, weil nachher kommt wieder Farbe drüber und du kannst dich jetzt hier so schön auslassen. Also einfach machen. Ich habe gedacht, ich nehme dich hier einfach mal mit. Hier lege ich sie einfach in die Sonne zum Trocknen. Das geht gut. Und dann hole ich mir meinen Kaffee und setze mich dazu. Jetzt das Bild trocken, dann ändern sich die Farben ja auch nochmal. Und dann kannst du dir das Bild erstmal betrachten und gucken, ob du was veränderst, ob du weiterarbeitest. Also dreh das Bild auch, dann entstehen neue Eindrücke, du kommst auf neue Ideen. Wir haben einen Plan, deshalb arbeite ich weiter. Und ich wollte dir auf jeden Fall zeigen, dass du wirklich keine Angst zu haben brauchst. Einfach, du kannst einfach machen, weil du, was willst du verkehrt machen? Gar nichts. Ein Himmel. Und es geht so einfach. Also natürlich kannst du es auch einfach ohne die ganzen Experimente machen und einfach so schon gleich dein Bild gestalten. Aber ehrlich gesagt, könntest du dann in 2 Minuten fertig sein. Und was ist das für eine Malerei? Also manchmal braucht man das, klar, aber es macht doch viel mehr Spaß, noch ein bisschen rum zu experimentieren.
Ein schöner, entspannter Mahltag war das heute. Du kannst halt einfach dann eben auch eine Pause machen, die genießen und dich weiter auf dein Bild freuen. Ja, ich habe das Gold noch mal ein bisschen nachgearbeitet und ja, hat einfach Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß oder beziehungsweise hat dir das Video gefallen und du greifst gleich selber zu deinen Farben. Danke für dein Like und wenn du noch kein Abo hast, abonniere den Kanal. Und jetzt freue ich mich auf deinen Kommentar. Danke. Ja, also Tipps sind ganz viele im Buch. Auf Seite 50 ist zum Beispiel die Golden City, die ist dann auf der Goldfolie gemalt. Das finde ich natürlich auch schön und das geht tatsächlich meiner Meinung nach auch noch mal einfacher, weil du kannst die Farbe noch mal mehr abnehmen und ja, probier es aus, probier ruhig und entdecke dabei einfach auch wieder Neues. Also hab ganz viel Spaß und einen schönen Sonntag für dich.